Und somit willkommen zu einem Informationsvideo wegen unserem Server. Ja, das ist der Spawn, übrigens auch alles auf Englisch für alle Engländer, die auf den Server kommen. PS, alle Admin-GS bzw. alle wichtigen Gebäude wie Shops, Spawns werden protected. Das heißt, Abbaugefahr für Noobs nicht vorhanden. Okay, kommen wir zu den Rules. Nicht cheaten, nicht not cheating, nicht griefen, not griefing. Nicht betteln, not back, kein Nazi-Skin, not Nazi-Skin, Freischaltung, Activation. Einfach das dann in den Chat eingeben. Und jeder Admin hat einen privaten Warp zu seinem Gebäude. Das heißt, die ersten Community-Mitglieder, die wirklich auf den Server zocken, haben hier die Chance, ihren Warp hinzubekommen. Ja. Dann schauen wir uns hier die Spawn-Plattform an, die auch sehr gut aufgebaut ist. Wo ich mich viel reingekurbelt habe wegen Symmetrie, was aber auch nicht immer geklappt hat. Dann haben wir hier noch für alle, die jetzt wirklich sich schon freigeschaltet haben. Ihr könnt dann ganz einfach slash warp survial eingeben. Und schon erscheint ihr hier. Und das kann jeder, der freigeschaltet ist. Ja, dann könnt ihr euch bei jeder Quest schon an Slime Game ASPAP wenden. Und dann könnt ihr hier bauen, was aber die Gefahr ist, ihr könnt hier beim Spawn nicht abbauen. Das heißt, ihr könnt Close Door nicht abbauen, um euch selbst was zu machen. Und der Spawn ist nicht weit weg. Das heißt, unterhalb der Spawn Region würde ich lieber nicht bauen, weil da habt ihr überhaupt keine Permissions. Und die werden wir euch auch nicht geben. Genauso wie hier, um abzubauen. Weil erstens, ihr braucht das nicht. Und zweitens, hier müsst ihr euch alles selber farmen, weil das auch nebenbei noch ein PvP-Gebiet ist. Ansonsten war es das großartig hier mit dem Informationsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. IP steht in der Beschreibung und wird die ganze Zeit unten links eingeblendet sein. Ansonsten sehen wir uns auf den Server und wir freuen uns schon mit euch mitzuspielen. Ciao, ciao.